Also, jetzt nimmt auch. So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich wollte schon wieder 3 sagen. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Und ich habe vergessen, jetzt das Ruckeln das mache ich mal runter. Texturen lasse ich. Schatten. Machen wir mal so. Postfix, keine Ahnung, was das ist. So. Das ruckelt ja noch schlimmer. Mal kurz warten, bis er sich gefangen hat. Hat er sich gefangen? Nicht ganz, ne? Ah, Mann. Fängt wieder super an. Vegetation lassen wir so. So, machen wir es ein bisschen runter. Es fällt ja eigentlich kaum auf. So. Es ruckelt immer noch. Muss ich mal nach der Aufnahme gucken. Gut, die erste Folge, die schmeiße ich gerade bei mir auf den USB-Stick, damit ich die auf dem Rechner dann holen kann. Ah. Okay. Genau, wir haben hier wieder unser gutes altes Fernglas. So, dürfte reichen. So, wir haben ja nicht viel Munition. Weg mit dir. Dich markieren wir auch noch. Mal sehen, wie hoch ich kann. Kann ich hier hoch? Ah, oh, das wäre so schön zum Snipern. Kamera! Hab ich schon. Erinnert mich an das Bärenpflücken mit meiner Großmutter. Okay, Vorsicht. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Wieder im alten Far Cry 4 Style. Ach, da hoch kann man. Nice. Ich würde gern schießen, aber ich lasse es lieber. Das Tier wird unruhig. Los! So, während die Kollegen abgelenkt sind. Machen wir hier, Ramba. Okay, Kollege. Hat er versucht, eine Granate zu werfen, der kleine Spast. So. Alter, das ruckelt ja hier. Richtig. Schnelle Bewegung. Alter, hallo? Entschuldigung, ich muss mal hier... Ich setze das mal ein bisschen runter. Muss ich später nochmal ran. Alter, die Pflanzen. Ja, jetzt sieht es doch ganz anders aus. Ich will mal kurz, hat das jetzt angenommen oder muss ich wieder hier... Ach nee, ich kann mich gar nicht heilen. Ich bin ja noch... So, Kollege. Da haben wir noch eine Kiste. Alles absuchen hier. Kann man hier... Nee. Der Gute leuchtet noch.
Der leuchtet noch. So, da hoch. Wo ist noch eine Kiste? Kiste. Da. Hochzeitsfotos. Medikit und ein Zettel. Zur Erinnerung, Sie arbeiten für mich, um mit starke und gesunde Bestien zu liefern. Meine Untertanen kommen nicht nach Sanath. Sanath, ist das richtig? Ich denke, ja. Um zu sehen, wie schwach und gebrechlich ihre Tiere den Gnadentod empfangen. Sie wollten unterhalten werden, sie wollen bla 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 und Zeugs. Lang lebe König Min. Ich finde, dass der Typ irgendwie so propagandamäßig, der hat sich hier irgendwie seinen Namen gemacht. Sorry, mit den Pflanzen, das geht gar nicht, ey. Die Pflanzen gehen gar nicht. Da. Ultra. Die Pflanzen gehen gar nicht, die müssen geil aussehen. Naja, geht. So, da oben ist der Glockenturm, wo wir hin müssen. Hey, der war doch eben noch da. Glockenturm. Aha. Sparen wir wieder Grafik, hä? So, wo gehen wir hin? Fische. Vielleicht sollen wir da rüber? Oder kann ich hier hoch? Nicht so, ne? Ach, wie geil. Ich bin ja ein Riesenfan von Bergen. Das ist... Alter. So, probieren wir's. Zack. Kalt eigentlich. Es müsste eigentlich saukalt sein, das Wasser. Hey Jay, mein Junge. Bist du beschäftigt? Ja. Stört's, wenn ich dich anrufe? Nein. Wirklich ein guter Zuhörer. Ja. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Fernsehkoch? Digga, ich denke, du bist reich. Richie Rich. Oh, es schneit. Das ist ja so geil, ey. Ich feiere das. Lauf, Ziege. Lauf. Vorsicht. Ich dachte schon, der stürzt wieder ab. Irgendwie, jetzt gibt's hier nichts, oder wie? Fuck. Alter, ich habe ja Höhenangst. Ich würde in Real nie da langlaufen. So. Vorhin hat sich eben auch gemeldet. Ah, ist Kollege. Ach, das ist eine Frau? Na, da komme ich doch gerne. Ah. So. Steigen, sinken, springen. Guten Tag. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Welcher Turm? Ah, da. Ja. Hat da nicht noch was geglitzert? Nee. So. Dann mal los. Es schneit, das ist geil. Ganz anderes Far Cry. Die Musik im Hintergrund. Ach, sieht das nice aus. Scheiß Bänder. Unglaublich geil. Super Location, muss man sagen. Ich bin daheim. Wer ist das denn? Nehme ich doch alles mit, ne? Haben noch hier irgendwie. Nee. Hi. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn von Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale.
Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in dieser Hand. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganin wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Erinnert mich an GTA ein bisschen, aber ich müsste das doch eher auf eine andere Taste legen. Oh, sie sind da, wie ich höre. So, das Gemetzel beginnt. Oh, ein Weiß auch noch. Komm, dich kriege ich da oben auch noch. Schneemobile? Geil. Nice. Oh oh. Von wo? Da. So. Lauft man doch nicht dauernd in die scheiß Schussbahn. Hat er sich? Jawohl, er hat die Taste gemerkt. Super. Tastatur funktioniert auch. Ich hätte sehr gerne mal eine Granate. Gott, ey, diese AK. Ich glaube AK-47, gell? Wo? Sehe nicht. Lawine! In Deckung! Wie, wat? Oh! Lawine! Scheiße. Husten immer noch, tut mir leid. Der hat eine Lawine überlebt, Glückspilz. Hey, ich lieg nicht mehr im Haus. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Nein. Das ist doch gut so, oder? Prolog beendet. Ladebildschirm. Ich finde schade, dass wir nicht mehr Jason Brody spielen. Mann, das finde ich schade. Ich kann ja mal die Gelegenheit nutzen, um frisches H2O zu tanken. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot. Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Ich komme dahin. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Jawohl. So, Banapur. Banapur auf 2178 Metern. Und scheiße, sehen diese Berge geil aus. Oh, ich bin echt der Fanatiker, was sowas angeht. Mmh, geil. Was haben wir denn da? Chilibohnen, Pulver.
Oh, Koks. Ah, oh. Kohlköppe. Ein S. Jo. Ich geh mal hier hoch. Moin, Affe. Na, alles klar? Du zitterst am Fell. Alles gut? Geil. Oh, ein süßes kleines Dörfchen. Geht dann ganz schön nach da hinten weiter. So, springen! Ah. Ah, Paragliding. Direkt ein schöner Gleiter. Schön. Oh, ich habe mich so gefreut, endlich wieder Far Cry zu spielen zu dürfen. Eine Freundin probiert gerade Far Cry 3 aus, das habe ich ihr gegeben. Kann ich das anzünden? So, wie gesagt, ich habe ja die Kühlrad-Edition, das heißt Season Pass. Also alle DLCs. Moin. Wo bist denn du? Gott, sieht der schäbig aus. Aber ein Radio im Hintergrund. Das ist schön. Die Anführer des goldenen Pfads. Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen und erreichen gar nichts. Jo. Wenn ganz Kyrat wie Banapur aussähe, wäre das Land glücklich und produktiv. Unglücklicherweise ist das nicht der Fall. Hi. Na, was mit dir? Hm? Wie klettern? Soll ich die jetzt besteigen oder was? Das geht nicht. So, gut. Wir sehen uns einmal im Banapur hier um. Nächste Folge noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mit den Leuten hier quatschen. Komme ich da rüber? Nein, komme ich nicht. Gut, dann bleibe ich hier drauf. Oh. Oder ich setze mich hier vorne hin. So. Oh. Stellt euch das mal vor. Ihr lebt hier. Steht morgens auf mit einer... Keine Ahnung, mit eurer Traumfrau. Ich habe ja meine gefunden. Und guckt in diese Richtung. Morgens. Wohlgemerkt. Boah, geil. Da geht man direkt steil. So. Du sollst da hoch, du Lackaffe. Der geht ja nicht hoch. Boah. Bisschen gewöhnungsbedürftig noch die Steuerung. Hallo. Oh, die lausen sich. Darf ich auch mal? Nom, 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 nom. Das Fell sieht echt geil aus. Sehr cool. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in... Die scheiß Feen hier, die machen alles kaputt. Sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken uns dann nochmal ein bisschen hier um und reden dann mal mit unserem Freund. Oder mit Anita, wie sie heißt. Ja, fällt mir der Name gerade nicht ein. So, wieder eine Folge von Far Cry 4 zu Ende. Kleiner Hinweis, gestern war ja Mittwoch, da war die erste Folge von Far Cry draußen, heute ist Donnerstag. Morgen und am Samstag werden keine Folgen kommen, da ich, ich sag mal, im Aufnahmestress bin. Ich nehme unter der Woche auf. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Ich bin froh, dass ich immerhin zwei Folgen hingekriegt habe. Aber... ja, ab morgen, beziehungsweise dann, ja, morgen und übermorgen kommen also keine Folgen und den Samstag auch noch. Ich muss in der Zukunft reden, das ist gar nicht so einfach. Aber auf alle Fälle am Sonntag, dann kommen wieder ganz normal reguläre Folgen wieder, eine Woche lang. Ich guck dann mal, dass ich auch wieder ein LPT mit dem Dreamtext wieder hinkriege, dass wir auch wieder Form 1 machen können.
Awesome.